Der Fahrer dieses Wagens ist am Montag beim Zusammenstoß mit einem VW-Bus schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt worden. Feuerwehrleute rückten auf die Strecke zwischen Medebach und Medelohn aus, um den 44-Jährigen mit der Rettungsschere zu befreien. Im Einsatz waren außerdem die Besatzungen zweier Rettungswagen, der Winterberger Notarzt und der Rettungshubschrauber Christoph 7. Die Luftretter flogen den Renault-Fahrer in eine Kasseler Klinik. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Die 58 Jahre alte Kleinbusfahrerin kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus nach Winterberg. Nach Angaben der Polizei war der 44-Jährige aus bislang noch unbekannten Gründen auf die Gegenspur geraten und dort mit dem entgegenkommenden Transporter kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.